Es sind diese Bilder, die vom G20-Gipfel in Erinnerung bleiben. Straßenschlachten. Plünderungen. Brennende Barrikaden. Dutzende Journalisten berichten über die Krawalle, sind mit ihren Kameras mitten im Geschehen. Sie fangen Szenen ein, die auch für die Polizei von großem Interesse sind. Zur Aufklärung von Straftaten. Und hier arbeiten sie, die Ermittler der Sonderkommission Schwarzer Block. In der ehemaligen Gefangenensammelstelle des G20-Gipfels in Hamburg-Harburg. Im Gebäude drehen dürfen wir nicht. Hinter diesen Zäunen wertet die Polizei die Bilder aus. 25.000 Videos von Polizisten. 7.000 Dateien von Augenzeugen. Material der Überwachungskameras aus Bus und Bahn. Auch Fernsehbilder sind dabei. Alles, um die Straftäter zu identifizieren. Wir haben ja Terabyte Größenordnungen von Videos. Und diese Videos werden jetzt aufgearbeitet, systematisiert nach Ort und Zeit. Und da ist es so, dass sie dann entsprechend angeschaut werden und immer noch fortlaufend angeschaut werden. Das heißt, es können immer noch neue Verfahren kommen. Doch offenbar reicht es den Ermittlern nicht, mit dem gesendeten Material zu arbeiten. Unlängst erreichte den NDR ein Schreiben mit der Bitte, auch ungesendetes Bildmaterial zur Verfügung zu stellen. Ich bekam dann einen Anruf von der Polizeiabteilung Soko Schwarzer Block, Bildauswertung. Der Kollege schilderte mir dann in diesem Telefonat, dass die Abteilung unter verstärktem Druck stehe, Material zur Sachverhaltsaufklärung, zur Feststellung von Straftätern beim G20-Gipfel zu beschaffen und sie deshalb daran interessiert sind, nicht nur gesendetes, sondern auch ungesendetes Material zu bekommen. Ungesendetes Material? Offenbar ist der Druck auf die Soko Schwarzer Block so groß, dass sie jetzt auch noch das Drehmaterial von Journalisten auswerten will. Nach ZAP-Recherchen ging die Anfrage an fast alle Sender, die vom G20-Gipfel berichtet haben. Darunter auch das ZDF. Ralf Zimmermann von Sifat hat als Reporter auf dem G20-Gipfel die Gewalt dokumentiert. Trotzdem, Drehmaterial herausgeben kommt für den ZDF-Mann grundsätzlich nicht in Frage. Als Bürger habe ich natürlich auch den Impetus, ja, dort, wo Straftaten begangen werden oder in diesem Fall wurden, bei G20, will man auch, dass die Täter ermittelt werden. Trotzdem, glaube ich, ist die Unabhängigkeit der Berichterstattung ein ganz hohes Gut, das bewahrt und gewahrt werden sein muss. Und das kann man nur bewahren, indem man diese Rolle ganz klar definiert. Offenbar sehen das nicht alle Redaktionen so. Der Hamburger Senat antwortet auf eine kleine Anfrage der Linkspartei, Medien hätten ungesendetes Bildmaterial in der Größe einer mittleren dreistelligen Zahl von Gigabyte übermittelt, zum Teil sogar proaktiv. Das ist eine ganze Menge, je nach Qualität mindestens 15 Stunden. Auf Nachfrage versichern fast alle Redaktionen, sie hätten ausschließlich Beiträge zur Verfügung gestellt, die sie ohnehin gesendet haben. Der NDR zum Beispiel 2 Panoramasendungen in hochauflösender Qualität. Nur 2 Medien geben an, ungesendetes Material herausgegeben zu haben. Eine Produktionsfirma teilt mit, dies sei im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens geschehen. Die Mediengruppe RTL, zu der auch NTV gehört, hat die kompletten Sendestrecken von NTV bereitgestellt. Dabei seien auch 10 Minuten nicht gesendetes Material gewesen, heißt es schriftlich aus Köln. Angeblich ein Versehen, ein Missverständnis. Grundsätzlich findet man eine Herausgabe zur Strafverfolgung aber richtig. Wenn vermeintliche Straftaten vorliegen, erachten wir es als unsere Pflicht, die Behörden zu unterstützen. Solange Informanten nicht gefährdet seien. Dürfen Journalisten die Polizei unterstützen? Oder müssen sie es sogar als Staatsbürger? Diese grundsätzliche Frage beantworten nicht alle Medien gleich. Beispiel Bild. Das Blatt geht sogar einen Schritt weiter, titelt direkt nach dem Gipfel Gesucht. Wer kennt diese G20-Verbrecher? Und zeigt ganz offen Bilder von Randalierern. Wir haben sie verfremdet. Ein Fahndungsaufruf. Doch bei Bild sieht man das nicht so. Demonstrieren zu können ist ein Freiheitsrecht. Wer dort Gewalt ausübt, muss damit rechnen, dass er es mit einem anderen Freiheitsrecht zu tun bekommt, nämlich der Pressefreiheit. Und im Rahmen dieses Freiheitsrechts haben wir uns die Freiheit genommen, Gewalttäter, die in Hamburg Autos angezündet haben, Läden geplündert haben und so weiter, zu veröffentlichen.
Hat die Presse die Freiheit, zur Fahndung aufzurufen? Wenn ich so etwas publiziere, ich mache mich zum Strafverfolger. Ohne die Mittel und Möglichkeiten zu haben, die der Strafverfolger hat, ohne die Persönlichkeitsrechte zu beachten, ohne die Schutzrechte zu beachten, die ein Beschuldigter hat. Ich halte es für einen gigantischen Fehler und für eine gewaltige Verirrung von Journalismus. Zumal Bild selbst längst ein Beispiel geliefert hatte, wie problematisch das sein kann. Laut Bild.de soll dieser Mann einem Polizisten einen Böller in den Nacken geworfen haben. Kurz darauf muss Bild klarstellen, dass der Mann auf dem Foto nicht der Böllerwerfer ist. Und die Polizei twittert: Der gezeigte Mann ist nicht tatverdächtig. Bitte Internetfahndung nach ihm beenden. Bild-Chef Reichelt sieht Journalisten trotzdem bisweilen in der Pflicht, die Ermittler zu unterstützen und ihnen im Zweifel auch Material zur Verfügung zu stellen. Wenn ich bei dieser Frage meinem Gefühl folgen sollte, gibt es, glaube ich, tatsächlich übergeordnete Themen, bei denen auch Redaktionen eine ganz klare Verpflichtung zur Anzeige von Vorgängen haben. Dazu gehört Kinderpornografie, dazu gehört Terrorismus. Wenn andere Kollegen beim Thema Kinderpornografie der Meinung sind, dass sie unter gar keinen Umständen niemals irgendein Fitzelchen Rechercheergebnis weitergeben sollten, dann ist das ihre Entscheidung, aber dann müssen sie natürlich mit den Konsequenzen dieser Entscheidung leben. Mit den Konsequenzen der Entscheidung leben heißt im Zweifel auch, Täter können nicht zur Verantwortung gezogen werden. Beim NDR ist man da rigoros. So hat der Sender sich etwa geweigert, das Rohmaterial eines Panorama-Interviews mit einem mutmaßlichen SS-Kriegsverbrecher herauszugeben. Man sei eben keine Strafverfolgungsbehörde. Eins der höchsten Güter journalistischer Arbeit ist der sogenannte Informantenschutz. Und wenn jemand mir etwas schildert und damit rechnen muss, dass er aus welchen Gründen auch immer offenbart wird gegenüber den Strafverfolgungsbehörden, denen er sich gerade eben nicht offenbart hat, ist das der Tod jeder zukünftigen journalistischen Arbeit. Dann kann es mir passieren, dass ich beim nächsten Drehen tatsächlich auf Proteste stoße und auf Aggression stoße, weil der Gefilmte ja sagt, dieses Material landet ja womöglich oder mit einiger Wahrscheinlichkeit bei der Polizei. Damit habe ich eine völlig andere Rolle. Ich bin auf einmal ein Kameramann der Polizei. Dabei ist die Rolle der Journalisten eigentlich einfach und klar. Recherchieren, berichten, aufdecken. Und was daraus folgt, ist dann Sache von Ermittlungsbehörden, Justiz, Politik. Ich muss den Menschen zeigen, ich bin unabhängig von den Staatsgewalten. Ich mache mich nicht zum Handlanger. Und dass Polizei ein Interesse daran hat, dass der Staat ein Interesse daran hat, die Materialien sich heranzuziehen, ist ja verständlich. Aber dass die Medien dabei mitmachen und sich zum Büttel machen, das halte ich für sonderbar. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Begehrlichkeiten immer größer werden.